Ist irgendwie traurig. Ja, also da sind jetzt gerade welche reingekommen und dann, die sind besoffen, glaube ich, und die hören Schlager im Zug, ganz laut. Leute, die besoffenen Typen, die haben keine Fahrkarte und die wollen jetzt zu uns kommen und so tun, als wären die Teil von unserer Klasse, denke ich mal. Aber mit den Werten wird das wahrscheinlich schwierig, ne? Ja. Adi, hier steht jetzt der ganze Waggon nach Energy Mischung. Leute, der Schaffner ist da. Jetzt fliehen sie. Der Schaffner sagt, es ist keine rollende Disco und der beschwert sich über die Musik. Und die haben keine Fahrkarten. Und der eine Typ ist schon zum Ausgang gerannt. Wer weiß. Ich hab gesagt, dass sie bei uns in der Gruppe sind. Echt? Die haben gesagt, sie sind bei uns in der Klasse. Ich wusste. Genius. So Leute, jetzt sind wir hier in Immendingen. Und Max, das war ziemlich laut, oder? Ja. Die waren angeblich auf einem Ausflug in eine Brauerei. die haben sich jetzt von irgendjemandem eine Fahrkarte geliehen und es hat geklappt. Aber der Schaffner war auch irgendwie ziemlich nice, also der war korrekt. Es war ein Love so good, der Schaffner. Okay. Jetzt sind wir im Donautal, es ist schwül wie sonst was. Lühl. Es ist so ein Rotzwetter, wenn es wenigstens warm wäre, dann könnte man baden gehen, aber es ist. Ziemlich trolly jetzt. Ja, dem gefällt's. Nervt jetzt nicht, Max. Achso, ja, kannst du mal aufstängeln. Aufdongeln, ja. Ah, den stängeln man rein. Oh nein, warte. ja, oh, was macht ihr? Max, biegt doch nicht so. Ich bieg's einfach. Wir haben gerade nichts gemacht. Lass es mal los da. Oh. Okay. So, jetzt kommt das Oberzelt drauf hier. Hier ist die Tür, wartet mal. Alter, ist ja krass. Okay. Hey, ist voll lustig. Ja, jetzt haben wir das ganze Zelt einfach mal getragen. Pass auf. Ah, jetzt sind wir im Prinzip fertig, oder? Ah ja. Ja, Leute, also hier ganz gescheit. Ist zwar nicht ganz smooth, aber ja. Leute, wir wollten ja eigentlich Kanu fahren gehen und anscheinend ist jetzt der Wasserspiegel zu niedrig, aber schaut mal, wer da Kanu fährt. Okay. Aber jedenfalls, jedenfalls statt Kanu zu fahren, gehen wir jetzt wandern bei der Hitze und es ist halt ein bisschen unangenehmer, als einfach im Kanu zu sitzen und ein bisschen zu rudern. Okay. Bruh, goodbye. Was wollt ihr euch in den Mund stecken? Diese Salami. Oh. Wann gehen wir jetzt eigentlich wandern? Hoffentlich gar nicht. Alter. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Jo Leute, wir sind jetzt oben und jetzt kommen nicht mehr so viele Steigungen. Und da sind einfach mal noch 4-5 Kilometer übrig. Ja, hoffentlich lohnt sich dann die krasse Aussicht. Große Felsen hat, das kennt man nur so von Krankheit, oder? Alter, das sieht nice aus, gell Max? Pass auf, gell? Aha. Der hat auch überall so Höhlen und so Einschüsse. Ja. Leute, noch ein Kilometer. Dann sind wir endlich da. Es war ziemlich
anstrengender Weg, muss man sagen. Ich muss mal aufhören, von unten zu filmen und lieber so filmen, weil das sieht gerade so. Ja, jedenfalls. Oh, oh, 1 Kilometer. Dann sind wir endlich da und dann geht's Hanne und Nanne. Ja, und bitte abonnieren, um uns Kraft und Adrenalin zu. Ah, jetzt halt auf die Schnauze, kriegt doch nichts. Doch. Die Burg Rasenschein. Wir sind da. Alla. Au, du Kanacke. Schorsch, mach das Schmarrn. Hallo Max. Max, wie lange sind wir schon hier? Ja, also nicht so lang, aber... Ah ja. Unsere Zelte sind offen und ohne Schutzplan. Warum? Ja, mein Rucksack liegt draußen und mein... Ja, alles unser ganzes Zeug liegt draußen und unser Gepäckzelt ist komplett ineinander gefallen. Schwarzer Balken ist ausgesucht. Ja, auf jeden Fall. Leute, wir gehen jetzt auf einen anderen Weg zurück, der kürzer ist, hat Herr Bauer gesagt. Und wir gönnen uns jetzt erstmal ein Eis, weil ohne Eis kann man ja nicht überleben. Cool. Hannes. Jetzt wird gegönnt. Kannst du mir Nuki? Ja, gleich noch. Was ist das denn? Das ist falsch, oder? Ja, alles klar. Ja, gut. Meine Hilfe. Oh, ja. Hier kommt. So. Ah, gönnen. Ach du Scheiße. Ich hab mir einen 20er gezahlt. Okay, warte mal. Ja. Oh Gott. Ach du. Warum hat das 1er rausgegeben? Super Leute, jetzt. Was? Oh Gott. Gadi. Nix, Gadi, hallo. Das passt kaum rein, guck dir mein Geldbeutel an. Der ist zu klein. Gerade Eis gegönnt, jetzt gönnen wir uns noch Fanta. Der Rucksack? Du musst immer mit Zahn aufmachen. Krass. Trinkenschub? Gleich. Ja, Leute, also jetzt hat es ungefähr 3 Stunden gedauert oder so. Und wir sind, länger. Ja, und wir sind 100 Kilometer gelaufen ungefähr. Eigentlich waren es 15 Kilometer, aber anyway. Und jetzt sind wir endlich back und können machen, was wir wollen, glaube ich. Oder was machen wir jetzt? Wir grillen nachher noch und jetzt chillen wir und machen gar nichts. Ja, ich guck Netflix. Okay, wir gehen jetzt in so einen komischen Laden und da ballen wir uns dann so Zeug. Der ist nicht komisch, wir haben nichts mehr zu. Also wir haben doch schon noch viel zum Food. Es ist einfach ein Dorfladen, aber ich weiß nicht warum, er findet den komisch. Das Komische ist, der Laden hier hat einfach mal kein Wasser und das ist ein bisschen komisch eigentlich. Deswegen holen wir uns jetzt da Wasser und ja. So Leute, jetzt haben wir hier eingekauft im krassen Laden. Ich habe mir hier Schorschmilch gegönnt und Wasser. Keine Produktration. Ja, Schorschmilch und Wasser. Keine Produktplatzierung. So also Leute, also der Tag ist ziemlich vorbei jetzt. Wir haben gegrillt und so. Wir grillen immer noch. Und dann gehen wir jetzt so langsam ins Bett. Aber in der Nacht geht's Hand. So Leute, jetzt. Ja, also es ist jetzt 11. Und es streuen die ganze Zeit immer noch so heutige Typen um. Also Leute, man muss dazu sagen, die sind alle zu dumm, die Zellschnüre zu sehen. Die stolpern da die ganze Zeit drüber und wie wir denken, es wären irgendwelche Kanacken von nebenan. Ja, aber es war unheimlich und wir reden hier über sehr intime Dinge, die euch nicht interessieren. Nein, wir reden über Autos. Autos sind sehr wichtig. Autos, ja, Autos. Wie man mit Autos in Tunnel rein und wieder raus. Simon. Halt. Also wir sehen uns. So Leute, jetzt ist der nächste Tag angebrochen. Wir sind schon so vor 1-2 Stunden aufgestanden. Jetzt ist so 8 Uhr ungefähr oder 8:30. Und ja, jetzt packen wir hier zusammen. Alles dreckig, weil da so ein paar Bisons letztes Mal angerannt sind. Das Problem ist, dass das Zelt vom Lehrer, nicht unseres. Wir haben ja den ganzen Müll, wir haben ganze Krümel hier drin und so. Weil da so Leute reingerannt sind, die sich wie Bisons benommen haben. Ey, weißt du, wo das Zelt schon von meinem... Na jedenfalls, ja. Dann fahren wir dann nach Hause im Zügle, ne? Und dann Fortnite. Hi, Kette! Was ist passiert? Ich hab endlich meinen Schlafsack hier reingequetscht. Gadi. Naja, also abonnieren, liken. Nein, mein Mann, mach die Video raus. Instagram, Snapchat und liken und abonnieren. Ein Jogi.
Oh Gott. Ja, und wir sehen uns. Wo ist es? Beim nächsten Mal. Lol. Ey, können wir mal helfen, bitte? Also Leute, jetzt sind wir heimgekommen, ja, nach eineinhalb Tagen Campingausflug im Donautal. Wie fandest du es? Ja, also war irgendwie krass. Na, jedenfalls, ja, war ganz nice. Ja, hat sich gelohnt und jetzt sind eigentlich im Prinzip schon Ferien. Morgen gibt es Zeugnis und dann sind Ferien. Zeugnis? Moment mal. Zeugnisse.